Die Sonne geht gerade auf. Und dieses Reh hier, das scheint mich schon gut zu kennen. Das guckt, geht ein paar Schritte weiter und lässt mich direkt an sich vorbeiziehen. So allmählich. Es ist auf Hab-Acht-Stellung und kann jederzeit lossprinten. Hält sich Fluchtweg offen. Aber flüchtet nicht. Vom Gimpel über den Grünspecht, Eichelhäher und meinen kleinen Freund Frechdachs, die Rabenkrähe, habe ich heute alles zu Gesicht bekommen. Und es war ein angenehmes, wunderbares Wetter. Bis auf die Mücken, die waren der Wermutstropfen. Man wird hier begrüßt von einem millionenstarken Schwarm von Mücken und von meiner Rasselbande, die schon da ist. Die Stare, die sind ganz schön dicht dran. Da hat man manchmal Schiss, dass den einen oder anderen so ein Huf trifft. Und Frechdachs? Frechdachs ist genauso nah dran. Klasse, Schatzi. Prima. Es weht heute kaum ein Lüftchen. Die Wetterlage kommt so aus Südwest. Ein Spätzchen. Da liegen noch Sachen. Jawohl. Ja, klasse. Prima. Sehr gut. Kleines Schätzchen. Frechdachs ist im Moment der Einzige, der hier ist von der Rasselbande. Der Rest sitzt, naja, gut, nicht, stimmt nicht, drei flattern gerade hoch. Und da sind auch Fasane irgendwo. Aber da, guck. Durch das hohe Gras sieht man schon wieder kaum was. Die Kleine da, die hat mich die ganze Zeit begleitet, als ich die Futterstelle in der Ecke befüllt habe. Die sind heute wieder äußerst neugierig.
Heute ist Sonntag, der 25. Juni 2023. Ich habe die Bilder bestimmt schon eingeblendet, aber wir hatten richtig dicken Nebel heute Morgen. Das soll wieder ein sonniger Tag werden, ziemlich warm. Bis 27 Grad. Aber das ist ja kein Vergleich zum Süden von Deutschland, so rund um den Rhein. Da ist es schon wieder richtig heiß. Bei uns hat es nicht gewittert, keine Unwetter gegeben. Es hat lediglich ganz dollen, gleichmäßigen und lang andauernden Regen gegeben, der so richtig gut war fürs Land. Also wirklich. Zwar trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der hat natürlich nicht die Kanäle wieder gefüllt, aber das war schon also wirklich nicht schlecht. Langanhaltend, gleichmäßig, mäßig, also nicht zu stark, nicht zu schwach, das war richtig gut. Und wie man sieht, hier ist ja auch wirklich genug Feuchtigkeit jetzt rundum. Weiter südlich, in Mittel- und Süddeutschland, sind die krassesten Unwetter bzw. heftigsten Gewitter niedergegangen. Bei uns war das richtig gut. Dringend benötigter Regen. Naja, für morgen sind allerdings bei uns schwere Gewitter angekündigt. So im ganzen nördlichen Bereich. Da bin ich mal gespannt. Irgendwo geht eine Alarmanlage. Ich weiß nicht, hört ihr das auf meinem Kameramikrofon? Bei dem kleinen Kohlmeißchen hier ist heute wohl Badetag. Zumindest scheint der Sonntag ein Pflegetag zu sein. Sozusagen das komplette Wellnessprogramm. Der kleine Eichelhäher konnte es gar nicht abwarten. Ich bin gerade fertig, diese kleine Eiche hier zu bestücken und stehe sogar noch direkt davor. Wir haben es eilig heute. Als ob sie wüssten, dass Sonntag ist und noch viele Leute das schöne Wetter nutzen heute.
endlich gibt's auch mal wieder ein Kleiber zu sehen hier. Und alleine den kleinen Mäuschen beim Herumtollen in den Bäumen hier zuzuschauen, ist wunderschön. So schön wie es ist im Schatten, es wird so langsam mal wieder Zeit für mich, den Heimweg anzutreten. Die Kühe ziehen hier gerade durch, wie man hört. Es ist wunderschön im Schatten, in der Sonne kann man es jetzt schon nicht mehr aushalten. Man hört, ich bin auch schon wieder heiser. Ach, was gäbe ich drum, hätte ich noch so eine kräftige Stimme wie diese Kühe zum Beispiel. Fazit vom Tag heute, also wirklich wunderbar. Trotz dessen Sonntag war, hat sich das mit den Leuten, die unterwegs waren, in Grenzen gehalten. Es waren Gassigänger und es waren Reiter da, aber das ging recht fix vorbei, ja, sodass die Vögel sich nicht haben lange stören lassen. Und die Rindergilde war auch schon da und hat ihre Kühe gezählt und nach dem Rechten geschaut. Von daher, also das war alles in Ordnung, da war jetzt nichts großartig. Ich muss hier echt aufpassen. Um meinen Arm, mit dem ich die Kamera halte, sind zig Mücken. Und hier ist irgendwo der Grünspecht. Das ist echt nicht leicht, den zu erwischen. Heute war etliches zu hören, vom Pirol über Grünspecht und jetzt eben, vielleicht hat man es ja auf der Kamera. Hört man's? Ist ein Schwarzspecht unterwegs. Auch gar nicht so weit weg und hinter mir, also wirklich. Aber es ist so schwierig, das in dem grünen Laubdach auszumachen. Ich habe auf den Grünspecht einen ganz verstohlenen Blick werfen dürfen heute. Aber immerhin, ja, ich habe ihn gesehen. Ja, das ist echt so mit dem dichten grünen Laubdach. Das ist richtig schwierig. Selbst wenn sie rufen und man hört sie. Naja, jedenfalls ist es fast schon wieder Mittag. Und ich werde jetzt losfahren. Die Hitze in der Sonne ist schon nicht mehr erträglich. Im Schatten kann man es aushalten. Das wird gar nicht so leicht. Ich kann den Grünspecht fliegen sehen. Durch die Baumwipfel durch. Ja, das wird gar nicht so einfach bei der Wärme jetzt an dem betonierten Teil Autobahnweg zu radeln und den ganzen Abgasschwall von der Autobahn noch dazu abzubekommen. Aber ehrlich, die Mücken haben mich schon so zerstochen. Das ist echt ja, richtig heftig dieses Jahr. Vielleicht hört man es ja. Man kann auch hören die kleinen Krähen, die jetzt so allmählich entwöhnt werden. Die schreien sich die Seele aus dem Leib. Ja, das mögen sie gar nicht haben. Füttern von den Eltern wäre viel schöner. Na gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich konnte rüberbringen, wie richtig toll das heute hier war. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss. Na, wenn das mal nicht ein Kreulkrabe ist.